Feyenoord Rotterdam hat, wie ich finde, ziemlich überraschend das Conference League-Finale erreicht. Dort treffen sie dann auf die Roma, nachdem sie unter anderem Marseille geschlagen haben. Ich finde für die Niederlande die Eredivisie und für Feyenoord ein unglaublicher Erfolg. Schreibt mir gerne dazu mal eure Meinung in die Kommentare. Und hier ganz kurz mit dem Intro. Servus Leute, Chris ist am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen STG mit Feyenoord. Wir wollen nicht in die Conference League, notfalls gerne diese auch gewinnen, wollen dann in die Europa League und natürlich die Champions League gewinnen. Das ist das große Ziel dieser Folge. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, weitere Teamvorschläge, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen und um nichts mehr zu verpassen, folgt diesem Kanal kostenlos, indem ihr auf Abonnieren drückt. Und dann sind wir direkt drin. Um nichts zu verpassen in Sachen Transfers, gibt es den Überblick für euch. Mikkel Damsgaard kam für 22 Millionen, der hatte eigentlich nur eine 76. Ich habe den umtrainiert auf dem Flügel, plötzlich schon plus 2, also das hat sich absolut gelohnt. Und Pierre Kalulu kam für 15 hier vom AC Milan. Dementsprechend ist das im Hintergrund unsere Startformation. Sinisterra, Malasia, Senesi, Gerdruida, Bilo und auch Kötschü, allesamt haben von vornherein ein unglaubliches Potenzial. Ich will natürlich auch probieren, so viel wie möglich Spieler vom Anfangskader mit in den Endkader zu nehmen. Ob das Ganze funktioniert und in welchem Ausmaß, das sehen wir natürlich am Ende der STG. Von vornherein, wir haben noch ein paar Spieler verkauft. Tornstra ist gegangen, 5,4 Millionen, Trauner 14,4 und Linzen für 10,5. Um das Manager-Rating in einem guten Bereich zu halten, habe ich hier noch einmal mit Jan van der Waal einen neuen Scout dazugeholt. Jan-Pieter van de Poel war bereits von vornherein mit dabei. Wir gehen nach Europa, Niederlande, Deutschland, das Ganze jeweils für 9 Monate. Viel Geld haben wir nicht mehr, es ist aber trotzdem noch ganz okay. Nehmen wir aber im Notfall mit ins neue Jahr. Das ist unsere Mannschaft und die spielt auch international. Denn in der aktuellen Saison haben sie es natürlich geschafft, bis ins Finale einzuziehen. Sie hatten Slavia Prag, dann hatten sie den ersten FC Union Berlin und ich glaube nicht Aberdeen, aber ich komme auch nicht mehr drauf, welches Team in der Realität da noch mit dabei war. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns am 1. Januar. Ich glaube, der Monat Dezember und die Ergebnisse spiegeln unsere komplette Hinrunde eigentlich perfekt wieder. Ich glaube, in der Liga, ja, müsste ich mich täuschen, aber da stehen wir richtig gut dabei, haben Ajax 3:0 geschlagen, haben nur eine einzige Niederlage. Nichtsdestotrotz, Ajax ist da immer noch die Macht und das machen sie eindrucksvoll hier mit zwar nur 2 Punkten Vorsprung, aber trotzdem mit einer beeindruckenden Hinrunde. Oranje BK spielen wir gegen den FC Utrecht. Wir haben zuvor in Runde 2 die Einstiegsrunde gegen Herakles gewonnen. Viel wichtiger aber für uns ist noch ganz kurz die UEFA Conference League. Da überspringen wir die Vorrunde, weil wir Gruppensieger sind, mit ebenfalls nur einer Niederlage, 5 Siege. Das ist richtig gut, eindrucksvoll. Ja, Pokal dabei, Conference League läuft weiter und in der Liga ist alles möglich. Und diese Mannschaft macht das Ganze möglich. Es ist wirklich unglaublich. Auch gerade die angesprochenen Spieler Sinisterra, Kötschü, Malasia, Senesi, Gerdruida und Bilo sind allesamt auf einem unglaublich guten Weg und haben mittlerweile mal mindestens auch schon das 80er Rating erreicht. Unser Ziel ist es eigentlich, Jahr für Jahr auf europäischer Bühne zu spielen. Ja, egal ob Conference, Europa League oder Champions League. Hinten raus soll es die Königsklasse werden und es könnte sie direkt nächstes Jahr geben, denn wir haben 85 Zähler, haben weiterhin keine weitere Partie verloren und sind damit mit 80 Treffern gleich auf die beste Offensive mit Ajax, haben zwar eine schlechtere Defensive als unter anderem Eindhoven, Alkmaar, auch Ajax, aber trotzdem 85 Punkte und damit stehen wir auf Platz 1, dürfen nächstes Jahr, ich glaube, in die zweite Quali-Runde zur Champions League, so müsste das zumindest sein, Viertelfinale noch gewonnen gegen Utrecht, dann verloren in Amsterdam, die dann das Finale gegen Willem Dilburg auf jeden Fall gewinnen. Die Conference League gucken wir uns an. Sociedad gewinnt da gegen die Spurs. Wir haben hier noch gewonnen gegen Ferencvaros mit 5:3 und dann 6:3 gegen Olympiakos verloren. Das kann aber passieren, ist alles halb so wild. Ich kümmere mich mit dem restlichen Geld, was wir jetzt noch haben, eindrucksvoll, knappe 7 Millionen, auf jeden Fall um auslaufende Spielerverträge. Und nächstes Jahr will ich mich darum kümmern, dass wir vorne anstelle von Jahan Baksch oder wie auch immer man den ausspricht, es tut mir leid, einen neuen Stürmer holen und vielleicht auch einen neuen Achter anstelle von Aurenses, ja, oder Ausnes, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Und dann ist es eine Truppe, die eigentlich eine Entwicklung komplett von ganz alleine gehen kann. Es gab für uns doch keine Qualifikationsrunde, also ist der niederländische Meister doch sicher qualifiziert. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung, aber gut für uns. Ja, wir treffen auf Manchester City, weiter geht's mit Olympique Lyon und mit Viktoria Pilsen in der Champions League. In der Liga sind wir oben mit dabei, haben nur einen einzigen Transfer getätigt. Wir sehen auch hier Thiel nach oben, Kökçü, die verbessern sich alle am laufenden Band. Die Wunschliste ist zwar voll, kann aber von uns eigentlich ziemlich kurz und klein gehalten werden. 50 Millionen Darwin Nunez, der ist auch erst von Benfica zu Newcastle gewechselt. Man konnte ihn dennoch verpflichten. Ich wollte den Uruguayer unbedingt und dementsprechend ist das der einzige Transfer. Yakan Baksch ist gegangen, genauso Walemark für 24,2. Al-Bouchatawi ist auch gegangen und Dimas ebenfalls. Also, das Geld haben wir gebraucht. Wir haben aber auch noch ein bisschen übrig. Investiere ich wieder in die Jugend und natürlich in die Verträge. Und dann gucken wir am 1. Januar, wie das erste Jahr Premiere in der Champions League funktioniert hat. Übrigens, in der Startelf gibt es noch eine Änderung. Wir gehen gleich an den
1. Januar. Viel wichtiger hier, Getruida habe ich umtrainiert vom Rechts- auf Innenverteidiger. Dafür ist Kalulu draußen auf der Bank, weil ich gesehen habe, Petersen, mittlerweile eine 82. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja, es ist wirklich brutal. Und ich will auch probieren, so wenig wie möglich Spieler zu verpflichten. Vielleicht noch ein 8er nächstes Jahr. Und dann gucken wir, wie sich Thiel einfach weiterentwickelt. Denn es könnte tatsächlich sein, dass man lediglich mit Neuzugang Nunez und Damsgaard zwei Transfers tätigen muss in der Startelf, um eventuell mit dieser Mannschaft hier ziemlich weit zu kommen. Und selbst wenn wir 3 oder 4 Transfers brauchen, dann ist das absoluter Rekord in der STG, um dann mit den Eigengewächsen oder Spielern, die von vornherein zur Verfügung stehen, bis in die Königsklasse zu marschieren. Zurück am 1. Januar, beziehungsweise nicht zurück, sondern erneut am 1. Januar, blicken wir das erste Mal auf den Kalender und gehen zurück. September, es gab ein 3:0 über City, dann leider die Ernüchterung, 2:0 verloren gegen Lyon, gewonnen gegen Pilsen im Hinspiel, im Rückspiel verloren, gegen City nochmal einen Punkt geholt und gegen Lyon nochmal gewonnen. Ganz, ganz wichtig, in der Liga 45 Punkte gleich auf hier mit PSV. Wieder nur eine einzige Niederlage, ich glaube geholt gegen Groningen, wenn mich nicht alles täuscht. Also, das ist richtig, richtig gut. Oranje Beker spielen wir weiter gegen den FC Utrecht und wir gucken ganz kurz auf die Königsklasse, wo wir im Achtelfinale stehen. Auf Borussia Dortmund treffen, weil wir tatsächlich Gruppensieger geworden sind, auch wenn es unfassbar eng war. Im Pokal sind wir leider raus, dementsprechend ist das Manager-Rating schon im roten Bereich. Ja, der Vorstand erwartet, wie ich finde, absolut zu viel. Es geht also hier in den Signal Iduna Park und wir gewinnen das Hinspiel nach einem Treffer in Minute 1 von Kötschü mit 1:0 bei Dortmund. Ich glaube, es ist wichtig für das Manager-Rating, dass wir hier weiterkommen. East Point Arena, Damsgaard ist leider verletzt. Wir gehen also rein gegen den BVB, haben eine gute Ausgangslage, aber noch lange keine, die für eine Vorentscheidung sorgt. Es ist das Elfmeterschießen, was her musste, weil wir tatsächlich hier durch Puado in Rückstand geraten, dann Aounsès und dann Reyna, Meunier, Darwin, also Nunez mit dem 2:3 und damit ging es dann hier ins Elfmeterschießen, Parejo verschießt, der Rest trifft und damit ist es auch Aounsès, der dann tatsächlich den entscheidenden Elfmeter für uns trifft, in einem absolut ausgeglichenen Spiel, würde ich mal behaupten. Wir schlagen Dortmund und stehen im Champions League Viertelfinale. Weiter geht's, es geht nach Manchester, wir treffen im City of Manchester Stadium auf die Citizens, ja, Damsgaard ist wieder zurück, unsere Mannschaft seht ihr ja nochmal hier, nur einer, der unter einer 81 steht im Gesamtrating. Das ist wirklich brutal. Wir hatten City in der Gruppenphase, da haben wir das Hinspiel 3:0 gewonnen. Hier gibt es ein 1:1 in einem sehr ausgeglichenen Spiel. Ruben Dias und Darwin sind die Torschützen hier. Heißt, die Entscheidung fällt in der East Point Arena zu Hause gegen City, die, denke ich, im Kollektiv die bessere Mannschaft haben. Was heißt ich denke? Ich weiß es ja eigentlich, aber wer weiß, vielleicht ziehen wir auch ins Halbfinale ein. 3:2 für uns, Brandt eigentlich mit dem Doppelpack und nach 56 Minuten war klar, das wird nichts mehr. Dann aber Damsgaard und dann Thiel und dann Nunez in der 92. und damit in der Verlängerung mit dem 3:2. Wir schlagen City 4:3 in der Gesamtwertung und stehen, wie ich finde, völlig überraschend im Halbfinale. Jetzt geht's in den Parc des Princes und da treffen wir auf Neymar, Mbappé und Lionel Messi, aber verstecken brauchen wir uns nicht. Wir haben Dortmund geschlagen, wir haben City geschlagen und schlagen auch Paris, es ist Wahnsinn. Neymar, Nunez, Thiel und damit wieder ein überraschendes, richtig gutes Hinspielergebnis. Und damit ist auch klar, wir machen es Feyenoord, wenn auch zwei Stufen irgendwie höher, ein Stück weit nach in Bezug zur Realität. Denn auch in der Conference League hat niemand mit denen im Finale gerechnet. Ja, noch sind wir nicht da, aber trotzdem sind wir auf einem richtig guten Weg. Wir gehen in die Heimspielstätte von Feyenoord, East Point Arena. Es wird eine unglaubliche Stimmung sein gegen Paris und es ist das 1:1. In dem Spiel, das Paris eigentlich ziemlich dominant gestalten konnte. Kimpembe dann auch früh mit der Führung und dann wieder mal Nunez. Der Transfer war Gold wert. Es war so wichtig, dass wir den Uruguayer zu uns lotsen konnten, denn er erzielt das 1:1 und damit haben wir es wieder, wenn auch ganz, ganz knapp, aber erneut geschafft. Liverpool wartet im großen Champions-League-Finale. Wir sind in der zweiten Saison und können jetzt sagen, das, was Feyenoord in der Realität in der Conference League geschafft hat, schaffen wir hier im zweiten Jahr direkt in der Champions League. Auch die Meisterschaft ist uns eigentlich nicht mehr zu nehmen. Das Double ist natürlich noch drinne, denn im Endeffekt im Pokal haben wir keine Möglichkeit mehr. 4:1 über Alkmaar. Es ist brutal. Wir haben lediglich 2 Transfers getätigt, die in der Startelf stehen. Mit Kalulu sind es 3, der aber nur in Anführungszeichen auf der Bank sitzt. Es ist brutal. Dann ist es natürlich sonst nur David. Ja, David Nunez und ansonsten haben wir den anderen Transfer natürlich auch bei uns mit, wer ist es denn? Ah, Damsgaard. Genau. Ja, der hat eine 88. Das ist wirklich brutal. Ich gehe jetzt auf jeden Fall rein in dieses Finale. Selbst wenn
wir es gewinnen sollten, will ich noch in eine neue Saison und gucken, dass wir einen neuen Zehner und einen neuen Achter holen und dann das Thema mögliche Titelverteidigung angehen. Noch aber ist es nicht so weit, chronologische Reihenfolge, erstmal die Champions League und da gucken wir auf den Werdegang gegen Liverpool, haben wir natürlich hier alles klar gemacht. Ihr habt es ja in der Simulation gesehen, Liverpool gewinnt 4-1 gegen Leverkusen, dann gewinnt sie 7-0 gegen Sevilla und hier 6-5 gegen Atletico Madrid. Der Vollständigkeit halber geht die Europa League an Lyon gegen Chelsea und die Conference League an Bilbao gegen Galatasaray und Oranje Beker gewinnt Eindhoven gegen den SC Gambur und für uns war hier gegen den FC Utrecht Endstation, aber dafür gewinnen wir die Eredivisie mit 8 Punkten Vorsprung auf PSV Eindhoven. Und hier sind wir dann angekommen, wir spielen im London Stadium, die Heimspielstätte von West Ham United, das sehen wir im Hintergrund hier auf jeden Fall an der Folierung auf dem Boden. Tottenham ist hier auch schon das ein oder andere Mal natürlich zu Gast gewesen, ich weiß zwar nicht, wie ich auf Tottenham komme, weil ich irgendwie gerade dachte, wir treffen auf die Spurs, aber wir treffen auf Liverpool und dementsprechend heißt es, die Reds sind hier in, ja, gelb, nicht in rot, wie man es eigentlich vielleicht traditionell kennt und da wir nun jetzt direkt auf die Reise geschickt sind, wir haben die schwarzen Hosen und die schwarzen Stutzen und oben sind wir rot-weiß und damit ist klar, Feyenoord geht mit 1-0 in Führung. 5. Spielminute und alle die, die sich fragen, was spielen wir? Wir spielen ultimativ 4 Minuten Halbzeitlänge und die angepassten Regler aus unserer Düsseldorf-Karriere, die es eigentlich schwieriger machen sollten. Der Anfang zeugt nicht unbedingt davon, aber was nicht ist, aus Liverpools Sicht, kann natürlich noch werden. Jetzt die Reds über Firmino und da muss Justin Baylor das erste Mal ran. Und wieder gibt es womöglich diese eine Konterchance. Damsgaard, ganz schlecht von Robertson hier im Verteidigungsverhalten. Das ist ganz schlecht gemacht. Damsgaard, der kann da durchmarschieren. Der Däne ist allein vor alles und markiert das 2-0. 15. Minute, das ist Wahnsinn, was wir hier kontern. Denn ansonsten spielt eigentlich nur Liverpool. Ihr habt ja die Entstehung beim 1-0 gesehen. Fehler im Aufbau, hier nach einer eigenen Ecke wollen wir spielerisch lösen. Das gelingt uns sehr, sehr gut. Und Alisson, ja, vielleicht an einem guten Tag pariert er dieses Ding. Es sind gerade mal 10 Minuten, die wir insgesamt brauchen. Ab Minute 5, um dieses Spiel mit einem 2-0 ziemlich souverän, zumindest aktuelle Momentaufnahme zu gestalten. Es ist wirklich eindrucksvoll, was wir hier aktuell spielen. Wow, also ich bin geschockt im positiven Sinn. 20. Spielminute, Liverpool hat einen Freistoß hier am 16-Meter-Rand. Das ist Mané, das ist abseits, auch wenn das Tackling ziemlich geil war noch von Darwin Núñez. Die 21. Minute und jetzt beinahe ein Fehler, der bestraft worden wäre. Aber wieder kommen wir durch so eine Situation raus. Und das ist die riesen Konterchance. Sinisterra, der ist so unglaublich schnell. Und dann Van Dijk, der auch in Sachen Tempodefizite gar nicht so viel negativ gegenüber Sinisterra hat. Der muss den Ball eigentlich nur in die Mitte bringen und dann könnte es, ja, hätte es schon 3-0 stehen können. Es ist unfassbar, was hier passiert. Boah, wir pressen komplett und da ist Alisson dann unter Bedrängnis und Van Dijk, der es wieder gut macht. Also der Einzige, der bei Liverpool heute normal vorn hat, das ist Virgil van Dijk, der die Kugel hinten mal wieder ein bisschen bereinigen kann. Jetzt aber ist die nächste Chance für uns da und dann ist es doch eigentlich ein Foul und dann machen wir es gut über Damsgaard. Nochmal der Fake-Shot, aber der Abschluss ist dann kein Problem für den Brasilianer. Jetzt Mo Salah und dann ist es nachträglich kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Wieder ist es Baylor mit einer riesen Parade und diesmal schaffen wir es nicht nach vorne. Jetzt ist Liverpool so ein bisschen am Drücker. Die machen es richtig gut. Das ist Thiago, aber da ist Pedersen im letzten Moment dann da und vielleicht gibt es daraus wieder eine Konterchance, aber Robertson ist diesmal auf der Hut. Wieder langer Ball, die Lücke zu groß zwischen Van Dijk und Konaté und jetzt müssen wir ihn eigentlich nur noch hochlegen und dann Alisson. Der Sieger im direkten Duell gegenüber Thiel, die 57. Minute. Fabian kommt jetzt bei Liverpool. Die wollen mehr Stabilität. Das ist aktuell natürlich das große Manko. Diese Chance, selbst diese Chance lebt noch. Ich weiß nicht wohin, dann probieren wir es hier spektakulär. Aber Konaté und damit wieder Liverpool am Zug. Oh, jetzt ist die Lücke da. Fabian ist erfolgreich. 65. Minute, das ist er also. Der Spanier kommt rein und ist direkt erfolgreich. Da gibt es die Jubelszenen. Hier ist Sadio Mané und die Flanke kann dann nicht unterbunden werden. Geht ruhig. Wieder ist da viel zu weit weg und dann kann auch Belo diesmal nichts machen. Der Anschlusstreffer geht in Ordnung. Ja, der ist absolut okay. Die Latte ist dann auch noch mit dabei und hilft Liverpool. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn selbst der Ball nicht reingegangen wäre. Aber jetzt sind sie wieder zurück im Spiel und haben die Möglichkeit, hier auch auszugleichen. Denn nur noch ein Treffer und knappe 25 Minuten restliche Zeit auf der Uhr. Und wir zeigen uns beeindruckt. Da ist Firmino. Das macht er so gut. Und dann ist es hier.
Offensiv-Foul? Keine Ahnung. Nachträglich die gelbe Karte hier für Kökçü. Es kommt Milambo jetzt für Thiel. Ja, der ist zwar in Sachen Rating lange nicht so gut wie unser eigentlicher Zehner, aber trotzdem brauchen wir ein bisschen neue Frische. Da haben wir ganz viel Glück, denn Liverpool presst jetzt. Das hat er gerade an der Situation richtig gut gesehen. Wir haben die Kugel jetzt endlich mal wieder und müssten doch auch mal Konterchancen jetzt ausspielen, denn das fehlt mir aktuell. Aber jetzt in der Mitte vielleicht. Aber wieder Virgil van Dijk. Der Mann ist unfassbar stark heute. Diesmal aber verliert er das Duell gegen Nunez und jetzt müssen wir hier Damsgaard mitnehmen und der kommt an den Ball. Das ist Damsgaard und dann versuchen wir es frech und dann ist es erfolgreich. 80. Minute. 3:1 Feyenoord. Ein Konter ausgespielt. Vorbereitet von Nunez, der an der Mittellinie mit einer Körpertäuschung vorbei an Virgil van Dijk kommt. Und dann kommt Alisson hier raus und das war für mich eigentlich dann der Schlüssel zum Erfolg. Der Ball wird drüber gelupft. Es ist Damsgaard und jetzt wechseln wir auch noch auf der 8. Hendricks kommt zu seinem Einsatz. 10 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit und für Liverpool wird es jetzt natürlich nochmal unglaublich schwieriger. Senesi, der eigentliche Kapitän, geht. Kalulu übernimmt die Binde und das hat er sich auch verdient, heute in diesem Champions-League-Finale zum Einsatz zu kommen. Die Flanke ist wieder gut. Wir schreiben mittlerweile schon die 90. Spielminute. Natürlich hätten wir jetzt auch durchaus den eigentlichen Kapitän mit der Binde dann den Henkelpott geben können, aber jeder darf ja mal ran. Jetzt gibt es nochmal eine Konterchance für Liverpool, außer der Schiedsrichter pfeift jetzt dann ab. Salah nimmt das Tempo raus und damit ist eigentlich die letzte Chance dahin oder auch nicht. Der Ball ist nochmal gefährlich vorne. Jetzt kann er aber geklärt werden und der Schiedsrichter pfeift ab. Im London Stadium von West Ham gewinnt Feyenoord mit 3:1 über Liverpool und das mit lediglich drei Transfers auf dem Transfermarkt. Binnen zwei Spielzeiten holen wir hier die Champions League in Saison Nummer 2. Diese wollen wir nächstes Jahr mit der Mission Titelverteidigung und vielleicht zwei Neuzugänge angehen. Das seht ihr aber jetzt dann gleich. Vorher gibt es noch die Siegerehrung. Kalulu, der kam ziemlich spät rein, war aber einer unserer ersten Transfers, wobei das kann man über jeden sagen, wenn man lediglich nur drei Neuzugänge hier ja zu verbuchen hat. Der Henkelpott ist da, Kalulu hat die Binde und ragt auf jeden Fall diesen Pokal in die Luft. Für Feyenoord Rotterdam ist das wirklich der absolute Wahnsinn. Wir gewinnen die Champions League und bringen die Eredivisie vielleicht auch in Sachen Standing, ja zumindest hier jetzt in FIFA, auf eine ganz andere Stufe. Das ist Wahnsinn, das sind unsere Fans. Das aber ist noch nicht das Ende, denn jetzt wollen wir gucken, dass wir unseren 8er und unseren 10er ersetzt bekommen, um zu schauen, dass man im Kollektiv vielleicht so eine gute 84 hat und ob man dann vielleicht ähnlich nochmal, denn unsere Gegner, die waren ja wirklich brutal, dass man vielleicht ähnlich nochmal in der Champions League abschneiden kann. Wir hatten Dortmund, City, Paris und jetzt Liverpool und wenn man die alles anschlägt, dann hat man den Henkelpott hier absolut verdient. So, da sind wir dann. Drei Neuzugänge. Der erste hat gar nichts gekostet mit Yusuf Poulsen, war nur Backup bei Bocinic, der ausgeliehen war, an die Fortuna zurückkam und letztes Jahr unbedingt einen Wechsel gefordert hatte. Dementsprechend gab es da jetzt diesen kleinen Austausch. Dann kam Dani Olmo für 83 Millionen und Milinkovic-Savic für 55, beide jeweils mit einem auslaufenden Spielervertrag, ermöglicht durch Verkäufe von Thiel, 63,8, 25,2 bei Aunsnes, ja, ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht und auf jeden Fall ist dann das im Hintergrund folgende Startelf bei uns, die schon wirklich brutal ist. Nichtsdestotrotz, wir haben nur Kalulu, Damsgaard und Nunez verpflichtet, um innerhalb von zwei Spielzeiten mit Feyenoord tatsächlich von nur dem Team der Conference League zum zweimaligen niederländischen Meister wurden, zu einem Pokalsieger und, das ist jetzt auch das Krasseste noch mit dabei, zum Champions League-Sieger plus Supercup-Sieger über Lyon. Jetzt haben wir in der Gruppe Sevilla, wir haben Panathinaikos Athen und zu guter Letzt hier Benfica Lissabon, das Ex-Team von Darwin Nunez und am 1. Januar schauen wir dann, wie wir die Gruppe überstanden haben, ehe wir dann hoffentlich bei einem Einzug ins Achtelfinale trotzdem direkt ans Ende der Saison gehen, um zu schauen, wie wir es da abgeschnitten haben. Denn im Endeffekt haben wir natürlich alles erreicht, was wir erreichen wollten und müssen nicht nochmal so detailliert drauf eingehen. Da sind wir dann angekommen und jetzt gibt es die Auflösung. Wir blicken zurück. September 3-1 Sevilla, Panathinaikos 1-1, dann gewonnen gegen Benfica, das Rückspiel dafür verloren, nochmal gewonnen gegen Sevilla und auch nochmal gegen die Griechen gab es einen Sieg. Jetzt wartet Paris Saint-Germain dann also im Champions League Achtelfinale in der Liga, nur auf Platz 2, ist aber alles in Ordnung. Das ist unsere Mannschaft. Ja, 85 plus im Kollektiv ist erreicht. Wir springen ans Ende der Saison, um zu schauen, ob das, ja, ob die Mission Titelverteidigung vielleicht ja doch erfolgreich ist. Aber ich bin ehrlich, ich glaube eher weniger. Ich habe gar nichts mitbekommen, bin extra nicht drauf eingegangen und habe nicht geschaut. In der Liga sind wir nur in Anführungszeichen Zweiter, was aber trotzdem auch komplett okay ist. Oranje Beke haben wir dafür wieder gewonnen gegen Herrenwehen, davor Eindhoven geschlagen und auch Vitesse Arnheim. Plus hier gegen Twente, Runde 1 hatten wir wieder mehr oder weniger mal ein Freilos. Und ich will nicht hingucken eigentlich. Oh mein Gott, Digga, ich komme
nicht drauf klar. 13 Punkte in der Gruppe. Dann kam hier Paris Saint-Germain. Da gewinnen wir mit 4:1. Dann 5:3 über Lyon. Die hatten wir ja bereits im Supercup. Dann hier 4:3 gegen Chelsea und 2:1 gegen City. Ich komme nicht drauf klar. Es ist unfassbar. Das kann man doch eigentlich keinem erzählen. Aber diese Mannschaft ist der Wahnsinn. Und damit ist es ein absolut gebürtiges Ende für diese SDG, die euch hoffentlich gefallen hat. Wenn ja, lasst es mich nochmal mit einem Daumen nach oben wissen. Schreibt einen Kommentar und abonniert gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.